Ur Kinixpuri mit der Rienwoge zu FranceBleuElsace.fr, da wie ihr und mir dem sind und da wie wir ein bisschen ins Wasser hübsen um 3:15. France Bleu Elsace. Mach genug Holz, denn da ist ein Fest an dem Wochenende, Fête de la Plongée, wir werden davon reden, mit unserem Gast, der ist hier im Studio, ihr könnt uns sehen und ihr könnt uns auch zuhören mit dem Jean-Pierre Gönner. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Jean-Pierre, in Holz, sind wir am Wassertour, ist du am Fort-Tour? Ja, am Gravière du Fort, ja. Schön Wetter? Momentan ist schön Wetter, ja, und das Wasser ist noch warm. Sind ein paar im Wasser schon? Ja. Alle da. Es ist offen, 7 Tage auf 7, 24 Stunden auf 24. Und ihr seid in dem Verein? Ich bin im Verein Alsace Nautil Club von Bischwiller. Denn sie kommen von ganz Elsass, manchmal auf Holz. Sie kommen vom ganzen Frankreich, sie kommen von Belgien, von Luxemburg, von der Schweiz, vom Deutschland, von überall kommen sie da oben bei uns. Und von überall tun wir so in Laden vor dem Wochenende? Ja, vor dem Wochenende ist ein Fest wieder organisiert, wie alle Jahre. Das ist die 8. Edition, wie man heisst, Fête de la Plongée. Nicht, nicht das Tauberfest. Morgen ihr auch. Genau. Aber da werden wir alles erwähnen, bitte in ein paar Minuten. Vielleicht für die, die noch keine Aktivität haben, für noch die Schule, gell? Und ihr wollt vielleicht plongen morgen. Das ist Meli, wir werden davon reden mit unserem Gast. In 3 Minuten mit dem Gérard, zuerst Gérard Blanc, für uns une autre histoire erzählt. France Bleu Elsace. Quelque chose de neuf a tout changé. Quelque chose, et ça me fait avancer. On oublie tous les gens, tous les naufrages, tous les bateaux touchés, coulés. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je ne sais pas pourquoi j'ai plus peur d'aimer. J'imagine des musiques qui se dansent pour toi. Elle dit j'imagine des mots dans le silence pour toi. Des jours et des nuits où la vie recommence comme ça. Histoire mit dem Gérard Blanc, France Bleu, Elsass.fr. Da wir jeden Tag die Geschichte weiterschreiben auf Elsassisch, auf France Bleu, da wie ihr und mir dem sind. Wir reden vom Tarwefest, also von Holz, mit unserem Gast Jean-Pierre. Ihr sind von Bischwiller, gell? Ihr tut dort ein bisschen rum, Tarwe? Ja, ich tarwe im Alsace Nautil Club von Bischwiller. Und ihr macht eure Entrainement in Holz, aber trotzdem, oder tut ihr auch Tarwe in Bischwiller? Nein, wir tarwe in den Holz. Ja. Und nehmen die Leute mit, wie schon ein bisschen vorgesetzt sind. Und die, die anfangen, das ist ein gewöhnlich als im Schwimmbad.
Da haben wir Schwimmbad von Drösen oder von Abenau. Mal muss man da in Drösen ist Schwimmbad Süd, jetzt sind wir in Abenau. Dem geht's nicht gut, gell? Nein, dem geht's nicht gut. Ne? Und vor den Anfängern, die sind im Schwimmbad, vor den ersten Schritt zu machen im Tau. Nicht? Und nachher gehen sie uns und dann gehen wir gewöhnlich als in Gravier du Four. Und da kann man alle an dem Verein gehen, denn da ist das Fest. Man wird davon reden in ein paar Minuten mit euch. Ja. Und zum Beispiel, für die, wie alle, wie anfangen wollen, verdarben, was muss man da machen? Also das ist einfach, wenn sie müssen in den Verein gehen, und um den Verein zu finden, gehen Sie einfach auf den Site Fédération Française d'études de sport sous-marin, FFESSM, 67. Und da haben Sie ganze Vereine vom Elsass. Aber da findet er, wie am nächsten ist. Im Unterland sind 33 Vereine. Dann haben Sie den Choix, dass Sie so not wie möglich von Ihrer Wohnung sind. Und dann können Sie dort hingehen und können sich erkundigen. Und dann kriegen Sie alles gesagt und dann können Sie anfangen. Und natürlich brauchen Sie keine Angst haben, da sind Moniteure, nein, nein, gell? Sind, Sie nicht gerade so in nein, nein, das sind, auch Lehrer da, die speziell formiert sind, für die Leute zu fähren und auch für sie zu formieren, für die verschiedenen Niveaus. Nicht? Und für das Material, wie was brauchst du? Also normalerweise, als Material, das kleine Material, meistens eine Maske, der Tuba, vielleicht die Flosse. Aber viele Vereine lehnen jetzt das ganze Material, wenn sie nichts haben. Und solange wie sie es brauchen, dass sie dann das Material kaufen, langsam, dass es nicht so dir kommt. Mhm. Und der Rest ist alles gelehnt im Verein. Die Flasche, die Lungenregulator, alles zusammen. Ne? Und du das ganze Jahr also in Holz darfst du am Rest sehen und am jeden Tag kommen. Und zum Beispiel, vielleicht voraus wir sicher sind, dass man das machen will, kann man an dem Fest kommen, an dem Wochenende. Ja, du wirst dann auch in der Lied zeigen, wie es geht. Ich habe es selber erlebt vor zwei Jahren. Du kannst mir ins Wasser gehen, wir nehmen uns mit. Denn du sind sogar Überraschungen im Wasser. Man wird ein bisschen davon reden in ein paar Minuten. In unserem nächsten Rendezvous, das ist auf francebleuelsass.fr mit 9h50 le matin auf France 3 Alsace und Hervé Eschbecher und ganz die Equipe. Wie wir drauf waren, nur André Boe macht, wie uns das Lied Familie fast singt. Er hat mitgemacht am Gesangwettbewerb Stimme, wie wir organisiert haben mit dem elsassischen Spurraum. Das dritte Mal, wie wir das machen, das kommt im November. Wenn ihr auf Elsassisch singt, denkt dran, schreibt schon ein Lied auf, so, probe schon mal, probe ein bisschen und dann werden wir uns ab November auf francebleuelsass.fr. France Bleu Elsass. Potschende Familie, ich organisiere ein Fest für sie alle. Die Dame Sira, der Vater und mir, der Onkel und Donda, Tochter, der Sohn und andere Verwandte. Es war doch so flott, miteinander zerschweudern, kannst du nicht immer und immer noch kreudern. Kein Schreder vor allem, erzählen noch Witz, vor der Jugend spring, oh Mensch, war das Quist, vor der Jugend spring, oh Mensch, war das Quist. Alter Schwager oder seine Freude, das Türkopf geht's nicht gut, wie der Sohns Freude. Nur mit ein oder der andere geht Zeit, oder vielleicht ist ihm heute Weg zu weit. Es war doch so flott, miteinander zerschweudern, kannst du nicht immer und immer noch kreudern. Den Schreiner vor allem erzählen noch Witz, wo deine Jugend springt. Nicht Mensch am Mäglich, da bringt sie nicht zusammen. Durch Trager verstolli, der Name liegt an Oma. Die Damm gehen so schnell, der Jahrler vorbei. Es gibt jeder, sie wagt, Juris Juri. Es war doch so flott, miteinander zerschweudert. Kannst du nicht immer und immer noch kreudern. Kein Schäder vor allem, erzählen noch Witz. Plötzlich hat's geklappt, was ist doch vor uns? Es sind alle du, was ist dann jetzt los? Alle beieinander, am glücklichen Tag. Ey, uns wird jetzt gern auf ein Notarjahr. Es war doch so flott, miteinander zerschweudern. Kannst du nicht immer und immer noch kreudern. Sie wollen im Reden, sie machen Gewinn, sind bitter und
Corona, so schnell wie der Blitz, sind wieder verschwunden, so schnell wie der Blitz. Familie Faust mit dem André Boehmert auf francebleuelsos.fr. Du wirst ganz Familie durch mit der Applikation France Bleu auf der ganzen Welt. Und gleich geht France Bleu Elsass am Television durch. On retrouve Jonathan. Bonjour Jonathan. Guten Morgen, wie geht es Morgenol? Il paraît que vous êtes sous l'eau aujourd'hui, Jonathan. Ja, Marquin, unter dem Wasser hit für Tarve. On va faire de la plongée aujourd'hui à Oldsheim et on en parle avec notre invité Jean-Pierre Gounard. Bonjour. Bonjour. Jean-Pierre, Marquin Tarve, on dem Wurehend, am Sundig in Olikoma und der Gravier du Fort von Holze. Aber wenn ich komme, ich schmisse eine Minute direkt ins Wasser. Nein, nein, nicht direkt. Ich kriege Explikationen. Ich werde mitgenommen vom Tarolehrer, wie sie schon alles bekämmert. Und nehme das mit und das alles schön explizieren und auch zeigen. Ja, nämlich unter dem Wasser ist ein Haufen Dings zu sehen, notamment verschiedene Fische und auch verschiedene andere Sachen, die man nicht alles verraten. Das ist eine Überraschung. Und ich werde sehen, das dauert ungefähr 15 Minuten und das ist immer schön. Und wo man kann den ganzen Tag dort bleiben, dann sind verschiedene Animationen. Ja. Zum Beispiel, sind noch viele Tarven im Elsass? Ja, wir sind also im Unterland sind wir 2190 lizenzierte Personen, wie wir in 33 Vereinen sind. Und im Oberland sind es 365 Personen. Und du zum Beispiel kann man Kleider probieren oder sind du wie Kleider für dich verkaufen? Ja, sind zwei Geschäfte da, der Finwe, wie Kleider hat, Hemder, Freck und so Dings. Speziell mit dem Logo vom Tarwe drauf und so Sachen. Nein, nicht vor ins Wasser. Der Aquatif ist hier, der Laden, wie Tauchmaterial verkauft, wie auf Strasbourg und auf Mülhuse ist. Der ist auch hier und der verkauft Kleider und alles vor unter das Wasser. Und das machen wir für das 8. Mal schon? Gibt's das ist das 8. Mal, ja. Was gibt es nächstes Jahr? Also dieses Jahr ist die Neuigkeit, puisqu'on va accueillir le village des sports de nature. Ja. Wir kommen dieses Jahr, initiiert vom Comité Régional Olympique Sportif und vom Conseil Départemental. Und die kommen mit einer Kletterwand, da können sie klettern. Sie kommen mit Kanoe, mit Aviron, das kann man auch probieren. Sie machen Kurs d'Orientation mit Kompass. Und der Club Beaujean ist auch da, vor Wandern, wie man in Vogesen kann machen. Und für die, die nicht ins Wasser wollen, wie nicht tarven wollen, die können auch einen schönen Tag verbringen auf dem Platz, am Wasser entlang laufen. Alles ist gemacht für die ganze Familie, gell? Sind Konferenzen sind prévu auch mit verschiedenen Personen, wie der Serge Dumont, wie spezialisiert ist in dem Film «Eau douce d'Alsace». Auch Biologie, wie die Fische heißen, wie sie sind und so Natur, weiter. Und wie drumherum ist, gell? Wie man beschützen muss und respektieren muss. Und Monsieur Elie Boisson kommt, das ist ein Pionier vom Freitarben, vom Abnehmen, Freitarben. Vor dem Mayol, Jacques Mayol und vor dem Enzo Mallorca. Das ist schon lange zurück. Aber das alles erleben wir also an dem Sundi. C'est ce dimanche qu'il faudra aller au Fort d'Olsheim. Donc, pour aller se plonger dans ce monde un peu spécial sous l'eau, Hervé, préparer le masque et le tuba. Et en plus, vous savez quoi, il y aura de la tarte flambée, mais je vous la déconseille avant d'aller dans l'eau, c'est plutôt après. Parce que moi, je l'ai tenté avant et ça s'est mal passé. Voilà. J'espère qu'il y aura aussi un petit peu de soleil, Jonathan, parce que la température...